Frau Spriegel, Sie haben ein gutes Ergebnis erzielt, aber es lag ein bisschen unter den Umfragen. Sind Sie darüber enttäuscht? Na, zunächst mal freue ich mich, dass wir stark zugelegt haben im Vergleich zum letzten Mal. Wir haben damit auch einen klaren Regierungsauftrag bekommen als Grüne für klaren, konsequenten Klimaschutz, für Umwelt- und Naturschutz und eine Mobilitätswende in der nächsten Regierung. Und ich glaube, das ist auch ein toller Rückenwind jetzt für die Grünen, für das Superwahljahr 2021. Klimaschutz, soll denn da jetzt mehr durchgesetzt werden von Ihrer Seite Richtung Sozialdemokraten? Oder wie stellen Sie sich das vor? Also natürlich werden wir jetzt auch gestärkt in die Verhandlungen gehen und dadurch stärken wir natürlich auch unsere inhaltlichen Positionen und das, was wir umsetzen wollen. Und für uns ist klar, das haben wir immer gesagt, wir wollen beim Klimaschutz deutlich vorankommen. Wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien, wir wollen aber auch eine Mobilitätswende. Familienpolitik, das ist ja Ihr Bereich gewesen, bis heute. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Ich weiß nicht, ob Sie wieder dieses Ressort anstreben, aber trotzdem danach gefragt. Wir sind ja noch mitten in der Pandemie, obwohl es für Sie und Frau Dreyer und für die FDP ein fröhlicher Abend ist. Aber die Pandemie liegt ja weiter wie ein Schatten über uns allen. Aus Sicht der Familienministerin, was sind da in der nächsten Zeit die wichtigsten Aufgaben? Ja, ich glaube tatsächlich im Bezug auf die Corona-Pandemie den Fokus auf die Familien, auf die Kinder, auf die Frauen zu lenken. Denn ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und dafür habe ich mich auch vehement eingesetzt, dass wir auch in Zukunft klar machen, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die Regeln, die für Erwachsene gelten, können so nicht einfach auf Kinder angewandt werden. Kinder brauchen ganz unbedingt auch Gleichaltrige, um sich zu treffen, das einerseits. Aber wir brauchen im Bildungssystem jetzt auch mehr Schulsozialarbeit, mehr Förderlehrkräfte, damit alle, die etwas ins Hintertreffen geraten sind, wieder die Förderung bekommen, die sie brauchen. Wird Geld kosten, wird vermutlich viel Geld kosten. Da steht ja noch die Frage der Finanzierung der Kommunen in der Zukunft auf der Tagesordnung. Gibt es da eine grüne Position dazu, wie damit verfahren werden soll? Ja, wir haben im grünen Wahlprogramm gefordert und dafür setzen wir uns natürlich auch ein, dass der KFA, der kommunale Finanzausgleich, jetzt auch stetig aufwächst. Und unseres Erachtens muss man ihn auch stärker anhand von sozialen Indikatoren ausrichten. Also die Frage, hat eine Kommune auch eine Schule, eine Kultureinrichtung und andere Einrichtungen, von denen dann andere Kommunen auch profitieren können? Das wird ein dickes Brett, oder? Ja, natürlich wird das ein dickes Brett, aber wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis heute Abend. Wir sind gestärkt worden und dadurch sind auch unsere grünen Positionen gestärkt worden. Und ich bin auch wirklich dankbar der Partei für diesen großartigen Wahlkampf, der geführt wurde. Die Basis war hoch motiviert.